Wir haben jetzt schon angefangen mit unserem Gaskasten. Und zwar brauchen wir den ja, da wir den Kocher mit Gas betreiben. Und um die Wohnmobilzulassung zu bekommen, ist es ja notwendig, diese Gasanlage auch entsprechend abnehmen zu lassen, aber auch in diese Gasprüfung. Und ich habe da relativ lange gesucht, bis ich in Hamburg jemanden gefunden habe. Das war eine ziemliche Telefoniererei, wer das überhaupt abnehmen darf. Es darf nämlich nicht der TÜV, sondern es sind so Wohnmobilausstatter, also zum Beispiel welche, die eben hauptberuflich Wohnmobile umbauen oder eben selber verkaufen. Und da habe ich einen gefunden, Reuter an der Kieler Straße, Adresse packe ich auch mit in die Videobeschreibung, mit dem ich das abgesprochen habe, und der hat mir empfohlen, eben selber so einen Gaskasten zu bauen. Das war dann am Ende doch recht unkompliziert, was er mir gesagt hat. Und zwar sagt er, also Zitat, nimm irgendeine Kartoffelkiste, irgendein solides, einen soliden Holzkasten, wo das reinpasst. Und ich habe es letztendlich jetzt von null auf selber gebaut. Das ist wieder Pappelsperrholz aus Gewichtsgründen, das ist 12 mm. Abgemessen, dass die Flasche dort entsprechend hineinpasst. Was man sehen kann, unten drunter mit dem weißen hier, das ist Silikon. Hinten in der Ecke muss ich noch ein bisschen nachbessern, dass nämlich die ganzen Ritzen definitiv luft- bzw. gasdicht verschlossen sind. Und das war dem relativ wichtig, bzw. ist wichtig für die Abnahme. In die Rückseite kommt dann noch eine Öffnung, bei uns nicht in den Boden, weil wir am Boden schon die Abgase von der Standheizung haben. Wenn das im Boden drin ist, darf nicht gleichzeitig die Lüftungsöffnung für den Gaskasten auch im Boden sein, müsst ihr beachten. Oder im Zweifelsfall mit eurem Prüfer, von dem das abgenommen werden soll, absprechen, ob das für den in Ordnung ist oder ob es zum Beispiel weit genug auseinander ist. Wir machen es in die Seite, weil es sowieso hinter der Schiebetür seitlich an der Außenwand ist. Da fehlt uns im Moment leider noch das Lüftungsgitter, darum bauen wir es jetzt noch nicht ein. Vorne eine aufliegende Tür, zeige ich dann im nächsten Schritt. Die auch nochmal extra gedichtet ist. Ich habe ihn extra gefragt, Armaflex ist in Ordnung, weil es luftdicht ist. Dann wird hier sozusagen noch eine Platte draufgesetzt mit einer Tür, die aber eben auf dieser Frontplatte drauf ist, wo dann mit Armaflex rundherum noch eine Dichtung kommt. Dann ist es nach vorne auch abgedichtet. Und nach oben kommen dann, kann ich auch nochmal kurz zeigen, im nächsten Schritt mit diesen Leitungen. Denn im Wohnmobil darf nur direkt an der Flasche dran maximal 40 cm Schlauch sein. Das heißt, im Spezialfall, wenn über dem Kocher, also wenn man nur einen Verbraucher hat, zum Beispiel einen Gaskocher, man hat den Gaskasten und man schafft es, von dem Druckminderer bis an den Anschluss des Gaskochers mit 40 cm auszukommen, dann kann man auch tatsächlich nur diesen einen Schlauch benutzen. Er hat uns aber dringend davon abgeraten und sagte, diese Stahlleitungen hier sind auch relativ einfach zu verlegen. Ich habe mir einfach mal einen Meter mitgenommen, das kriegt man da als Meterware bei den Händlern. Und das zeige ich dann auch noch gerne gleich mal im nächsten Schritt, wie das dann montiert wird, beziehungsweise genau, hier drin kommt der Druckminder da dran. Dann ein kleines Stück Schlauch, Übergang von Schlauch an an die Rohrleitung. Und dann kommt die Rohrleitung hier oben, das passt jetzt nicht wegen des Tors, aber im Grunde hier so mittig irgendwo, kommt dann die Leitung raus, wird einmal gebogen, kommt oben an den Kocher dran und dann ist unsere Gasanlage hoffentlich auch fertig. So, wie versprochen, jetzt das Update, und zwar haben wir die Front jetzt auch noch fertig zugesägt. Nach Absprache mit unserem Gasmenschen haben wir hier oben Armaflex zum Dichten auch genommen, das 9 mm Armaflex. Hier unten, ganz wichtig, soll eine Stufe rein, ungefähr 10 cm, weil Gas schwerer ist als Luft, also Propan-Butan-Gas. Das heißt, wenn hier irgendwie mal was passieren sollte, dann sammelt sich das erstmal hier unten, geht nicht in den Wohnraum, weil das hier komplett dicht ist. Und auch die Öffnung ist ja auch hier hinten in Bodennähe, das heißt, kann entspannt alles abfließen sozusagen, das Gas. Gleich kommt noch hier vorne die Tür drauf, dafür kommen an die Seite hier jeweils noch zwei von den Scharnieren. Auf die andere Seite, ich habe jetzt, weil die Breite tatsächlich nicht gereicht hat, hier hilfsmäßig noch Dachleisten an die Seite gezimmert, das kommt auf der anderen Seite auch noch. Dann kommt hier so ein Riegel, um das Ganze tatsächlich auch schön auf Druck zu verschließen. Und dann sollte der Gaskasten auch fertig sein. Das wollte ich noch einmal vorher gezeigt haben, wie das Ding quasi jetzt gerade in Progress aussieht. Ein bisschen schöner machen könnte man es noch, aber dann sind wir auch gleich fertig.
Wir sind jetzt dabei, den Gaskasten hier final zu installieren. Und was wir dafür brauchen, ist, um die offizielle Gasabnahme auch zu bekommen, einmal diesen Gasschlauch. Das ist nämlich der Anschluss hier an den Druckminderer. Das ist ja das Teil, was direkt an die Gasflasche rankommt. Dann gibt es hier diesen Schraubverschluss, der direkt an den Druckminderer rankommt. Das heißt, der erste Teil nach der Flasche und dem Minderer ist der Schlauch. Das darf aber nur sehr kurz sein in so einer Gasinstallation. Und darum gibt es sowas hier. Das ist ein... einfach ein Stahlrohr, der aber extra als Gasleitung konstruiert ist. Kriegt ihr bei so einem Gasinstallateur, der solche Campinggeschichten macht. Und dann muss man das natürlich alles irgendwie verbinden. Und zwar gibt es dann hier so ein offenes Schlauchende mit, mit diesem Schraubverschluss und so einem, das nennt sich so eine Schneidhülse. Und wichtig ist, die richtig rum in diese Kappe reinzupacken. Und dann können wir das hier auf das Rohr raufpacken, das Ganze verbinden und dann mit ordentlich Zug, ich habe mir schon die passenden Schlüssel hier rausgesucht, wichtig ist, ich mache es nochmal einen Ticken auf, dass es wirklich bis zum Anschlag drin steckt, da müsst ihr drauf achten. Dann nimmt man sich hier diese Schraubverschlüsse. So, schon haben wir die Schlauchverbindung fest. Und das Gleiche, jetzt müssen wir halt eben noch dafür sorgen, also nur zum Grundgedanken, das hier ist der Gaskasten, das ist die Rückseite. Das Ganze steckt irgendwann jetzt, ich tue mal so, als ob das die Innenseite wäre. Und das ist hier irgendwo der Druckminderer. Hier kommt dieses Teil dran, beziehungsweise auf der Seite. So. Dann ist hier drin irgendwo der Schlauch. Das geht hier durch die Decke durch. Das heißt, wir machen hier in die Decke des Gaskastens die Durchführung. Da kommt dann dieses Rohr raus. Jetzt müssen wir das gleich noch vernünftig biegen, so wie wir das brauchen für unsere Konstruktion, damit wir an den Herd rankommen. Und dann wird das sauber abgeschnitten. Dann haben wir hier nochmal so eine zweiseitige Schneidhülse. Und mit der wird das dann am Ende an den Herd ran montiert und fest verbunden. Und dann gibt es hier noch so eine Führung, dass man das hier einmal sauber, kriegen wir es rum hier, irgendwo an der Wand zum Beispiel nochmal festmacht, damit diese Leitungen nicht irgendwo wild rumflattern, sondern dass es nochmal schön an der Wand festmontiert ist. Das zu der Grundidee und ja, in den nächsten Aufnahmen seht ihr dann, wie das Ganze bei uns im Wagen montiert ist. Das kommt hier drauf, dann wird das hier befestigt. Okay, so. Ja, mit diesem Ding. Ja. Und dann kommt das hier sozusagen in den Kasten rein. Ja. Das sollte eigentlich dann ungefähr bis hier reichen. Und da also kommt dann eine Schlauchverbindung im Kasten. Genau, hier kommt dann der Übergang zwischen, ja. Zwischen Gasflasche, zwischen dem hier und dem Schlauch. Ja. Wir haben ja die Durchführung der Entlüftung durch die Wand gemacht, weil wir der Auffassung waren, dass es nicht möglich ist, gleichzeitig eine Abgasleitung von der Standheizung nach unten weg zu haben und auch die Entlüftung des Gaskastens nach unten zu machen. Das hat sich im Nachhinein als Irrtum herausgestellt. Der Fachmann von unserem Gasabnahmebetrieb hat gesagt, wir hätten es nach unten machen können. Damit hätten wir uns ehrlich gesagt eine ganze Menge Stress gespart. Denn bei uns ist es jetzt so, dass wir aufgrund der Öffnung zur Seite hin den Kasten relativ hoch montieren mussten. Und das führt wiederum dazu, dass die Spüle, die direkt darüber montiert ist, so wenig Platz hat, dass wir im Moment keinen Abfluss montieren können. Das heißt, da haben wir uns selber ein bisschen ja, ins eigene Knie geschossen. Das nur als Info, also wenn ihr selber so eine Gaskastenbauaktion plant, sprecht das am besten direkt mit einem Fachbetrieb ab, die dann die Abnahme machen. Die können euch genau sagen, welche Restriktionen es da gibt. Er sagte, man muss eben letztendlich nur darauf achten, dass die
Öffnung des Gaskastens bzw. die Entlüftung weit genug vom Abgas entfernt ist. Wenn ihr das vorher besprecht, kein Problem, beides nach unten zu machen. Wir haben leider keine Aufnahmen davon gemacht, wie wir den Gaskasten verschraubt haben, aber ich glaube, das sollte eigentlich kein Problem sein, das selber zu machen. Wichtig ist, dass dieses Rohr, was die Verbindung zur Außenwand oder eben nach unten und dem Gaskasten darstellt, dass das ordentlich verklebt wird. Wir haben das auch mit Silikon gemacht, das ist die günstigste und einfachste Variante. So eine Tube kostet nur 1 Euro oder 2. Und was dann noch wichtig ist, zeige ich euch jetzt sofort, und zwar ist das die Befestigung der Gasflasche mit einer Halteöse und mit einem Spanngurt. Hier ist jetzt unser Gaskasten von innen zu sehen. Das hier vorne sind Halteösen für die Spanngurte, die wir selber montiert haben. Diese Spanngurte bekommt ihr auch einfach so im Baumarkt. Und das ist wichtig, damit die Gasflasche während der Fahrt ordentlich befestigt ist und eben nicht rumwackeln kann. Und das ist auch Vorschrift für die entsprechende Gasabnahme. Was hier noch zu sehen ist, diese schwarzen Flecken an der Wand, das waren ehemalige Amaflex-Flächen, die wir dort verklebt haben. Was ursprünglich unsere Idee war, anstelle von diesen Spanngurten die Gasflasche da drin in Position zu halten. Das hat aber hinten und vorne nicht funktioniert. Darum haben wir das wieder entfernt. Und hier links hinten in der Ecke ist zu sehen dieses Metallschraubenteil, was da aus der Wand kommt. Das ist letztendlich unsere Durchführung der Gasleitung nach außen, wo es dann Richtung Herd geht, was bei uns der einzige Verbraucher ist. Hier vorne ist zu sehen, wie die Leitung aus dem Gaskasten rauskommt, da einmal an der Wand befestigt ist, dort entsprechend gebogen wurde. Das könnt ihr einfach zum Beispiel mit einem Rohr machen, was einen entsprechend großen Radius hat, dass ihr dort die Leitung einfach einmal herumlegt und biegt. Dann geht es dort noch einmal hoch, wurde nochmal gebogen und dort schlussendlich mit dem Herd verbunden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr konntet wieder was lernen in diesem Video und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei eurem eigenen Gaskastenbau. Falls ihr noch Fragen haben solltet, schreibt es einfach unten in die Kommentare oder schreibt mir eine Mail, und soweit es uns möglich ist, helfen wir euch natürlich sehr gerne weiter. Viel Spaß!